Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Brawlhalla. So, Jonas ist natürlich auch wieder am Start. Hi. Servus. So, ich drück mal gleich Ready for the Battle. Ich Ready for Battle. Nehmen wir mal Twilight Crow vom Anfang, wurden mir für die schöne Map. Und dann mal gucken, was wir in dieser Runde reißen werden. Und heute, am Ende dieser Folge, vielleicht auch schon ein bisschen früher, zeige ich dann nochmal was, blende ich ein, dass ich auch mal geworden habe. Nicht, dass ihr denkt, dass ich nur am Verkacken bin. So, wir müssen jetzt selber erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben jetzt ja auch schon etwas länger nicht mehr gespielt. Ja, was heißt länger? Halt einen Tag lang. Ja, aber da muss man auch erst wieder reinkommen. Aber, na komm. Ja. Ich mag den Charakter nicht so gerne. Oh. Ich mal ein bisschen mal Chest of Munchen. Ja, auf jeden Fall, ihr seht schon. Du hast sie doch gerade Silber gemacht. Ja, wir nehmen wirklich, das ist grundsätzlich der einzige Games, die wir grundsätzlich aufnehmen. Ja, weil, wir haben das Spiel erst einmal aufgenommen. Ja, ist aber gestern noch für den ganzen Abend lang und heute, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir heute auch wieder aufnehmen. Lass uns doch mal wieder über was Schönes reden, was wir, glaube ich, beide mögen. Etwas ein bisschen dafür über Harry Potter. Über Harry Potter. Lass uns ein bisschen über Harry Potter quatschen. Sag doch mal deinen Zuschauern, was ist denn so dein Lieblingsteil? Erzähl mal. Immer Leute noch, interessiert. Ja, das haben die noch nicht mitgekriegt. Die Aufnahmen wurden ja verworfen. Wie von gestern. Nee. Das hast du schon im ersten Teil gesagt. Im ersten Teil hast du schon gesagt. Hopp, na gut. Dann. Aber doch nicht gestern in der Aufnahme, in dem ersten Part, der wo online gekommen ist. Aber lass uns über irgendwas trotzdem reden. Nein, halt dein Mull. Ja, langsam komme ich auch etwas rein. Ich lerne mit Superattacken auch hinzu. Bam! Also, mein Freund. Ja, ich lerne auch etwas dazu. Ich werde besser. Oh, das war nicht so gut. Ja, aber ich habe so eine Ahnung, wie man vorangehen sollte. Nur leider, was ich ein bisschen schade finde, wir benutzen immer wirklich nur dieses eine Item. Wir benutzen sonst kein anderes. Komm. Ja. Hat jetzt so viel Damage, hat es jetzt auch nicht gemacht. Nein, das wäre fast ein Self-Kill werden. So, red doch mal ein bisschen was mit mir, Junge. Talk to me. Talk to me, my friend. Talk to me. Just talk. Jetzt hat er plötzlich wieder keinen Bock mehr. Nur weil er jetzt nicht gewinnt oder was. Nein, 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 nein. Scheiße. Konnte ich nicht retten. Nein. Ja, halt dein Maul. Was soll ich bei dir sagen? Du hast es auch schon mal so ein paar kleine Fails. Hey, warum habe ich jetzt aber... Ich hatte gerade 3 Punkte und ich krieg 3 abgezogen. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Naja, was soll's, Leute. Wir sehen uns in der 2. Runde dieses Parts und dann bis gleich. Und ja, diesen Link da oben werde ich zensieren. Also, bis gleich. Tschüss. Ne? Tschüssi. So, Leute, damit sind wir jetzt schon wieder im nächsten Part, wie ihr es sehen könnt. Nein, mache ich jetzt nicht. Ich bin am Controller. Da drücke ich ganz bestimmt keinen Tab. Nur, dass du willst, dass man deinen Link sieht. Oh nein. Ah, Mist, er hat schon gerafft. Ja, so komplett bescheuert bin ich jetzt ja auch nicht. Versuch was wert. Ja, drück mal alte 4. Boom. Ja, drück trotzdem mal alte 4. Okay. Und um Krieg zwischen uns beiden. Einen nie endenden Krieg. Also zumindest nicht so schnell.
Natürlich nur in-game, aber. Oh, so. Yes, Junge, as fuck. Spiel mal normal ein bisschen. Und schalt mal die Cheats aus. Oh, ja. Bring. So, ich hoffe, der Controller ist nicht ganz zu laut für euch Leute, aber ich denke, es dürfte schon gehen. Und es hält sich dann noch spannend. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Punkte noch schaffe, noch zu bekommen, aber es könnte gut sein. Wenn ich jetzt nicht komplett... Oh, ich hasse diese Lanze. Diese Waffe ist einfach eine, mit der, wo ich einfach nicht umgehen kann zum eigenen auch. Ey, nein, das machst du jetzt ganz bestimmt nicht. Oh, so, ich bin froh, dass es jetzt überhaupt noch die Waffe aufgenommen hat. Na, die Arena finde ich jetzt auch nicht so nice, muss ich zugeben, weil man hier einfach nicht diesen enormen Spielraum hat. Ich mag so diese Lücken mehr nicht so gerne. Ich hab wieder diese Lanze. Diesen Sir Roland. Hä, warum kann ich nicht springen? Ich konnte gerade kurzzeitig nicht springen. Warum auch immer. Das gibt's doch nicht. So, das ist hier eindeutige Cheaterei, was dieser Typ hier macht. Ja, als ob du jetzt deine Waffe switcht, kurz mal. Ich verstehe dann immer nicht, ich damage dich doch auch teilweise und hit dich doch und du fliegst aber nie so weit weg wie ich. Das ist immer diese unrealistisch. Ja, schau, ich flieg viel als ob. Ich drück auch noch springen und der springt voll wirklich nicht. Das ist halt wirklich die Scheiße. Ich drück halt wirklich springen und er springt aber einfach nicht. Kannst du es einfach einmal wegfliegen? Ja, wahrscheinlich. Jetzt verpiss dich. Na endlich. So, die Runde nehmen ist also natürlich trotzdem, Leute. Ich würde mal sagen, ist ja trotzdem ein ganz schöner Kampf. Chichi gibt's zwar nicht. Und ja, Link wird wieder zensiert. Wie immer doch. Und dann sehen wir uns in der dritten und letzten Runde wieder. Bis gleich. Ciao. So, Leute, da sind wir wieder back on the stissel, back here. So, ich habe mir für diese Runde jetzt noch ein kleines Thema ausgesucht, über was wir ein bisschen reden können. Und zwar wollte ich mal fragen, einfach dich, Jonas, bist du ein Konsolenspieler eigentlich auch oder wirklich nur PC? Nur PC. Gibt's gar nichts, dass du auf Konsole spielst oder so? Nö. Okay, das ist sehr schade, denn ich überlege vielleicht auch mal, falls ihr darauf Bock habt, denn ich habe noch ein paar alte Games auf meiner Xbox 360. Und falls ihr mal Bock habt, dass ich mir noch eine Elgato Game Capture Card zulege. Also meine Idee wäre halt, Leute, für euch, dass ich mir eine Game Capture Card, wie gesagt, zulege und dadurch dann mal die Möglichkeit hat, einfach ein bisschen was auch aufzunehmen, weil ich, wie gesagt, ein paar alte Games noch habe, mit denen man noch ein bisschen was Cooles auch noch machen könnte. Müsst ihr mal auch gerne mir mal eure Meinung zulassen. Mit einer DSLR und Full HD, ich denke, das dürfte für alle passen. Kann sich keiner von der Qualität her beschweren. Ich denke eh Full HD, damit kann man gut leben. So. Ja, von wegen. Natürlich 4K braucht man. Ja. Ja, du hast ja nicht mal selber eine 4K-Kamera, oder? Hast du eine? Mhm. Und dann kommst du hier, dass man 4K braucht. Ich sollte mir mal eine Waffe nehmen. Ja gut. Nein. Das war nicht gerade wirklich nice. Als ja, das wusste ich schon, dass jetzt nicht weggekickt werde, aber das ist jetzt nicht so schlimm, denn etwas Damage hast du ja dennoch schon abbekommen. Und wenn ich jetzt mich nicht komplett verhaue, wir probieren mittlerweile auch selber immer von oben diese Attacke nach unten zu machen, weil die recht sinnvoll sein kann, wirklich damit ein bisschen Damage zu ziehen. Wir probieren es immer wieder. So richtig provokant. Wow, nein, nicht runterfliegen. Ja gut,
Hä? Das check ich nicht. Ich hatte viel weniger. Und warum fliegt er? Warum fliege ich so weit weg? Und er nicht. Ja, wahrscheinlich kannst du dich dann immer so extrem retten nur noch. Jetzt nimmt er mir hier noch meine einzige Waffe weg, die ich vielleicht gehabt hätte. Das war so zu erwarten. Was soll ich denn machen? Ich brauche eine Waffe. Ah, komm. Leute, das kriegen wir noch hin. Ah. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich Konsolen trotzdem ganz gut, nochmal, um darauf noch zurückzukommen. Man kann die schon ab und an doch benutzen. Und ja. Also, und ich denke auch, dass wir diesen Part damit jetzt auch wieder beenden. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mit mir aufzunehmen, Jonas. Ja. Und jetzt dennoch würde ich jetzt gerne noch mal wissen, findest du jetzt trotzdem deine ehrliche Meinung? Habe ich mich gesteigert? Ja oder nein? Trotzdem etwas schon? No. Naja, auf jeden Fall. Dafür gewinnen wir hoffentlich dann beim nächsten Mal. Und wenn auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Deswegen lasst eine Bewertung da und Leute, haut rein. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.